Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Forza Horizon 5 Multiplayer-Ausgabe. Es ist endlich soweit, Cops vs. Racer in der Offroad Edition hier aus Sierra Nueva, der Rallye-Expansion. Mit dabei heute haben wir Andi, Blutokaskade, Lukas370Z, Filmexperte, Maxi, Nu24-Stunden-Racer, 00nix, Alpin Gecko, Max Jager, Spadboy und The Hons. Hallo. 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 Servus. Hallo. Ja, und wer richtig mitgezählt hat, 12 Spieler. 12 Spieler CVR in Forza Horizon 5. Es ist ja vollkommen verrückt. Ja, es ist vollkommen verrückt. Und ich kann auch jetzt schon mal versprechen, es gibt eine Sache, die wir von CVR Offroad von FA4 übernommen haben. Das sieht man jetzt allerdings gerade nicht in meinem Bildschirm. Und zwar, dass die Cop-Designs nicht laden. Ja, wir haben jetzt, keine Ahnung, eine halbe Stunde oder so jetzt versucht, zumindest mal in dieser ersten Folge, die Cop-Designs zu laden. Und ich habe jetzt auch manche schön dreckig gelassen, manche sind auch schön sauber, dass man das mal sieht, wie das aussehen kann. Und apropos Cops, wir gehen heute in dieser ersten Offroad-Edition auch mal ganz kurz die Fahrzeuge durch. Wir haben einfach als Heavy-Einheit den Bronco, der ersetzt jetzt quasi den Cayenne, im Prinzip aber selbe Klasse, der darf komplett querfeldein fahren, also sowohl die Wege natürlich, aber auch komplett querfeldein, ist vom LI her ein bisschen schwächer, aber leistungstechnisch ist er, glaube ich, sogar das stärkste, nicht nur glaube ich, es ist das stärkste Fahrzeug hier in der Truppe, also wird auf jeden Fall spannend sein. Dann haben wir natürlich wieder den Evo 10 mit am Start, da gab es auch bei mir auf dem Kanal die letzten Tage mal eine Let's Play-Folge, wo ich so in den Anfängen ein bisschen getuned habe, das Tuning ist jetzt mittlerweile überarbeitet, vielleicht jetzt auch final, mal gucken, wie das Feedback heute ausfällt bei den Spielern. Und dann haben wir natürlich noch ein ganz besonderes Fahrzeug, das Pluto Special Vehicle, ja, das Präsidentenfahrzeug. Ja, das wollten wir uns auch nicht nehmen lassen. Bisschen mehr Leistung, bisschen breiter, bisschen mehr Downforce. Also der weiß auf jeden Fall, wie es geht. Und natürlich geht Cops vs. Racer nicht ohne Racer. Und deswegen gucken wir uns auch gleich mal bei dieser ersten Ausgabe die ersten 4 Racer. Also ihr merkt auch wieder, es ist wieder eine, ja, nicht ganz gleiche Aufteilung, aber beim Offroad-Format brauchen wir auch nicht so viele Racer tatsächlich. Und ja, deswegen gehen wir es der Reihe nach durch. Da stellt einfach jeder Racer ganz kurz sich selber vor, beziehungsweise das Fahrzeug, was er fährt. Bitteschön. Also Max Jager fährt den TVR Zagaris. Dann kommt nur 24 Stunden Racer im Lamborghini Gallardo Superleggera ohne die Cabrio-Version. Ja, Alter, du brauchst nicht so schreien, ey. Filmexperte fährt den BMW M5. Andi fährt den 2019er Jimco Nummer 240 Fastball Racing Class 6100 Spec Trophy Truck. Punkt. Also ich muss sagen, ein Fahrzeug von den Vieren ist, hat einfach, finde ich, mit Offroad gar nichts zu tun. Und das ist der mit dem längsten Namen, oder? Also, oder? Was hat das Richtig. Ding hier zu tun? Das ist doch so eindeutig ein Stadtflitzer, der gehört auch nach Guanajuato. Also, ich muss mir, by the way, ein immer, Foto immer machen, damit ich mir den Namen merken kann. Immer diese andere. Ja, das ist auch echt ein krasser Name. Ich bin mal gespannt. Wird auf jeden Fall spannend. Ich würde einfach sagen, wir verlieren jetzt keine weitere Zeit und legen los mit der ersten Runde. Alle weiteren Regeln wird sich dann einfach schon klären, wenn man das Ganze anguckt. Deswegen, let's go! So, da beginnt die erste CVR Offroad-Folge in Forza Horizon 5. Bei mir auf der Racer-Seite mit dabei sind, ja gut, ihr wisst ja, logischerweise wurde ja gerade schon durchgegangen alles. Wir haben ein paar Regeln, die vielleicht erklärt werden müssen. Wie gesagt, ein bisschen was werden wir im Laufe der Zeit machen. Das Wichtigste ist erstmal, was natürlich eine Änderung ist zu Horizon 4 CVR Offroad, dass wir übernommen haben, dass die Racer... Ja, Moment. Dass die Racer sich respawnen dürfen, wenn sie festgenommen wurden und wir dementsprechend halt auch wieder Festnahmen spielen. Weiterhin, jetzt erstmal dran denken, den Schaden anzumachen. Habe ich gehört, ist in CVR eine feine Sache in der Grundlage. Nee, weiterhin, weil Daniel auch gerade schon gesagt hatte, von wegen, das ist ja kein Weg. Es geht los in 3, 2, 1, jetzt. Es gibt in Sierra Nueva einige nicht eingezeichnete Wege, die allerdings offensichtlich Wege sind. Die Racer dürfen diese nur in Verfolgungen verwenden oder aber in der ersten Minute, wenn man halt wegfährt und die Cops noch nicht unterwegs sind. Die Cops dürfen da grundlegend immer drüber fahren. Einfach um es ein bisschen einfacher zu machen, wenn eine Verfolgung ist, dass der Cop von A nach B kommt. Aber die Racer, wie gesagt, nur in Verfolgungen oder eben am Anfang. Und ich habe nach 30 Sekunden 5% Reifenschaden. Ich sollte mich dringend ins Gelände schmeißen. Ja, ich roll im Gelände. Ich bin nur am Anfang, aber Gas. Ich bin bei 3% mit meinem schweren Auto. Mein Auto ist sehr dreckig. So, wir haben hier gerade auch tatsächlich Sturmsaison noch.
Und ich hatte gerade schon den ein oder anderen Sturm beim Tunitisten. Da im ganzen nordwestlichen Offroad-Teil. Ich bin jetzt. Da, wo du bei Alejandra vorbeikommst? Ja, ich bin jetzt gerade diese Blitzeszone, mir ist schon ein Bronco-Portal reingefahren. Bei den nördlichen Schleifen eventuell? Ja, bei den Offroad-Wegen nordwestlich von der Weil wir auch schon ein paar Straßen haben. Ich fahr mal weg, ich werde dir sonst entgegenkommen, nicht gut. Ich schau mal. Ich bin jetzt auf dem Weg Richtung Alejandra Stadt. Quasi diese Haarnadel davor. Denk mal, die werden jetzt erstmal ein paar Leute an mich ranholen, eure. Ich habe jetzt bisher nämlich nur einen Bro hinter mir. Ja, wir haben auch schon, also wir haben logischerweise ein paar Testrunden gemacht. Da war tatsächlich genau das Problem, die Cops ranzukriegen. Mal gucken, ob das heute gut klappt oder nicht. Oh, da ist der Präsident neben. Der kommt jetzt hier von der nördlichen Schleife entgegen. Ich bin jetzt genau bei Alejandra. Jetzt an diesen kleineren Offroad-Wegen noch. Ich werde mich da wahrscheinlich auch mehr aufhalten. Da hat mein Auto auf Offroad wesentlich besser als auf Straße. Kommen dir zwei Evos entgegen, wenn du rechts abbiegst. Ja, ich schau mal, ich bin jetzt da gleich raus. Dann auf dem Weg in Richtung nordwestlichster Teil der nördlichen Schleife, da ist der eine Evo. Hallo. Da ist der zweite Bronco. Hallo. Okay, genau, ich bin jetzt nördliche Schleife im Norden davon. Hast du irgendwo Zeuge sind oder dagegen? Wir sind jetzt einige entgegengekommen und ich bin jetzt gleich auch bei diesem ganz nordöstlichen Gefahren. Nee, ob du im Uhrzeigersinn fährst. Achso, ja, tu ich. Ja. Ich geh mal kurz auf die Map, ne, um das einfach mal zu zeigen. Hier ist die nördliche Schleife, die Straße. Ich bin jetzt gleich in dieser Blitzerzone, die glaube ich auch eine Seasonal Blitzerzone ist. Warum das? Da kommt mir noch ein Evo entgegen. Ich bin jetzt in der Blitzerzone bergab sozusagen. Also ich bin jetzt gerade bei dem höchsten Punkt bei dieser bei dieser Radiostation mit dem Radiosender. Ich habe glaube ich auch schon fast alle hinter mir. Sehr gut. Kaffeepause gibt's hier natürlich auch wieder nach 10 Minuten. Nächsten Evo-Frontal mitgenommen. Tut mir noch nicht so heftig weh. Ich fahre jetzt auf dem Offroad-Weg, der so ein bisschen nach Süden führt. Auch in der Blitzerzone. Ja. Jetzt am Eingang dieser Blitzerzone, die so grob Richtung des kleinen Ortes, wo Tour startet, hinführt. Aber ich kann jetzt noch nicht genau sagen, wo ich hinfahre. Weil mir hier ab und zu mal ein Bronco entgegenkommt. Oh, du machst das schon. Aua. Ich bin jetzt immer noch ein bisschen südlich der nördlichen Schleife. War da jetzt wieder auf dem Offroad-Weg, der jetzt genau zu Horizon Tour quasi führt. Da werde ich auch dann erstmal hinfahren und dann mal gucken, ob ich mich noch lange retten kann. Bin jetzt beim Ort, wo Tour ist. Wenn man im Canyon hier so eine Brücke runterfällt, ich glaube, das kann schon gut wehtun. Also auf dem können wir ja Filmex bitte fragen, der hat Erfahrung da drin. Was? Ja, gute Idee, da könnte ich eigentlich mal hinfahren. Hilfe. Ich glaube, wenn du es richtig machst, kannst du die Cops da hart ausspielen, tatsächlich. Die Idee hatte ich sogar, aber ich will es halt irgendwie auch nicht riskieren. Warum nicht? Wenn du eh schon 3 von 3 kassiert hast. Der BMW hält erstaunlich viel. Ich fahre da mal hin. Komm. Hier ist gerade ein Bronco übers Dach und hat mein Dach auch gestrippt. Das ist ein Evo und kein Passant. Oh, ich bin so blöd. Ich bin jetzt gleich beim Goliath-Start und werde mich auf die Canyonstraße schmeißen und hoffen, dass ich nicht sterbe. Du musst halt echt in den Wind schauen, dass ich mich auf Wände wegen halte. Das ist unglaublich.
Ich sag mal so, ich bin eben gegen den Stein gefahren. Das war schon echt Profi-Move. Gut, jetzt hier bei dieser Canyonstraße am östlichen Ende, wo ich jetzt gerade noch bin, ist halt, die ist relativ offen. Also man hat jetzt wenig direkte Wände oder Steine, die kommen halt erst ein bisschen später. Fällt ein Video sein. Ich bin jetzt auf der Canyonstraße, hallo. Die werden jetzt gleich Broncos entgegenkommen. Sicher, dass das so richtig ist? Wir haben eine 5-Meter-Regel, man darf ein bisschen neben der Straße fahren. Stimmt, ja. Ich bin jetzt immer noch relativ am Anfang. Ich fahre ein 3 Meter hohes Fahrzeuggefühl, als ob die Staubwolke da ist, was mich verrät. Ja, also okay, ich habe deine Staubwolke Andi, gesehen. Du hattest recht. Man kann die Evos schön, ich habe mich überschlagen, aber bin natürlich problemlos auf den Rädern gelandet. Man kann die Evos schön in Steine fahren lassen. Das ist richtig. Also das mit der. Aber ich glaube nicht, dass ich noch lange lebe, ehrlich gesagt. Ja, hier sieht man auch, hier ist nämlich der TBA gerade reingefahren. Staubwolke ist noch zu sehen. Oh Gott. Die fallen ja echt dauerhaft runter. Danke an dich für die Idee. Aber ich glaube, ich bin jetzt in der östlichen Driftzone da, beim Teufelspass. Nochmal Straße. Nein, jetzt bis Kaffeepause. Kaffeepause darf man im Übrigen, um das vielleicht kurz zu erklären, so nutzen hier, dass man einfach stehen bleibt und dann den Schaden zurücksetzt. Aber genau deswegen darf man das nicht machen, wenn man verfolgt wird. Also man muss außerhalb einer Verfolgung sein. Ich habe nur noch einen Evo jetzt direkt hinter mir, weil ich gefühlt alle einmal nach unten geschickt habe. Dann bringst du jetzt ab und dann rückst du dich einfach. Ja, ich glaube nicht, dass ich den auch noch loswerde, weil und ich habe halt auch die Broncos, die hier halt machen können, was sie wollen quasi. Ich bin jetzt immer noch in dieser östlichen Driftzone, da kommt Bronco. Ich denke, dass sie dir auch vom Süden gut entgegenkommen können aus dem Festival. Ja, das stimmt. Also irgendwann vielleicht Anker schmeißen und rumdrehen. Habe ich sogar. Ja. Dafür habe ich, aber ich weiß nicht, dass mindestens ein anderer Evo noch ein bisschen auf Distanz ist, weil den habe ich wohl noch gesehen. Ja, aber lieber einer, der dir jetzt entgegenkommt, als ihm dir gleich entgegenkommen. Eine Idee, ja. Ich bin jetzt nicht bei der Rampenbrücke. Da kommt der Evo mal. Jetzt habe ich hier einen. Ich falle so ein bisschen runter. Also jetzt muss ich halt selbst nach unten fahren, weil ich da hingeschoben wurde. Es macht halt jetzt keinen Sinn, hier wieder berghoch zu fahren. Sorry. Ich bin da jetzt gleich bei dem kleinen Örtchen. Wenn ich nicht in Steine fahre. Also da bin ich sozusagen bei der Hauptstraße, diesem kleinen Örtchen. Ich fahre jetzt von dort aus nach Norden. Wenn ich hier überhaupt durchkomme. 1:20 bis Kaffeepause. Kaffeepause. 5 Minuten, ne? Yep. Werde ich dann auch ansagen. Richtung Süden, immer noch zur Hauptstraße. Ich überlebe das hier nicht mehr lange. Ich habe 60% Motor und tote Reifen. Kommen das die jetzt hier alle wieder hin? Egal. Das ist aber eigentlich eine ziemlich coole Idee, wenn man sagt, in der Verfolgung nicht, weil dann muss man gambeln und sich spät nehmen, aber halt dann die Gefahr, dass man gefunden wird und gar keine nimmt. Ich bin jetzt bei diesem Steinbruchweg rennen. Also ein bisschen ein halber Weg zum sowohl Steinbruch als auch zum Festival. Ich versuche mich jetzt auszubremsen, aber sind nicht so wirklich koordiniert. Wie schön die Landschaft hier ist, wenn man so ein bisschen blutig rum. Ja, ne? Ich bin jetzt bei den Offroad-Wegen zwischen Festival und Steinbruch. Genauer kann man das jetzt hier gerade nicht so, finde ich, sagen. Aber eher wieder ins offenere Gebiet. Da ist wirklich nicht hin. Ich wundere, dass ich mich nicht festsetze. Durch die Wüste zu fahren ist witzig. Nein! Doch, ist es. Ja, doch, glaube ich. Kaffeepause jetzt? Ich fahre mal in Richtung Steinbruch. Also in den Steinbruch halt, ne? Wenn sie mich lassen. Du warst ja im 5, oder? Wie bitte? Ja. Du, ob du der M5 hast? Ja, ja. Ja, dann so also, querschmeißen kommt eh keiner mehr ran. Ich habe mittlerweile 65% Motor. Ich bin jetzt auf dieser komischen Steinbruchwegstraße, so ein bisschen auf der zweiten Ebene, also auf der Wüsten ist. Warten, Alter. Ja, also hier gibt's ja keine jetzt Straßen. Jetzt haben sie nicht gleich. Komm, schießt mich raus, komm. Ja, das war's. Das ist gar nicht gut. Ich habe mich noch nicht repariert. Alles.
jetzt machen. Irgendwie war doch noch das Ganze mal machen. Ich mit dem Stein festgesetzt worden. Ich muss mal ganz schnell zu Alex hochfahren. Oh, warte. Hallo. Aber mal ganz, ganz schnell. Wieso musst du zu Alex hochfahren? Weil ich mich reparieren möchte. Darfst du überall? Wie gesagt, das darfst du überall. Achso, ich darf mich jetzt an Straßen ranstellen und mich. Genau, solange du nicht verfolgt wirst, darfst du das überall. Okay, ich hab gedacht, ich muss zu Alex fahren. Oder Rami oder. Ich meine, ich habe gut Zeit von der Uhr genommen. Nee, aber. Wäre eigentlich eine Idee sogar, ob man das so macht. Mal schauen. Kann man ja mal ansprechen nach der Folge. Geht dann für die in der zweiten Runde. Darf man eigentlich auch zum. Ja? Dorin? Hm? Sag du jetzt bitte. Ja, ich habe nur einen Teil, die sich irgendwie abkämpfen könnte, dass Leute vorbeikommen. Das ist ein bisschen starker. Warte nochmal? Ja, man das dann nicht als Kopf sagen könnte, an jedem Punkt stellt man einen Kopf hin. Dann fängt man sozusagen die Racer mit offenen Armen. Ja, wie gesagt. Ich hab schon wieder einen Kopf. Besprechen wir nochmal. Bei, wieder bei diesen Offroad-Wegen zwischen Festival und Stein. Wir geben mich wieder in Richtung kleines Örtchen. Diesmal von Süden. Ja, über die Hauptstraße da Richtung kleiner Ort. Wie der Ding die Reifen frisst. Das ist unglaublich. Der frisst ja sogar am Offroad-Reifen auf, was eigentlich. Ich war da. War da nicht so. Ja. Auch ein paar Meter, 4% von Meter. Bei der Brücke, die aus dem Ort rausführt, die so. Ja, da jetzt bei dieser Kreuzung kennen. 2 Minuten noch Kaffeepause. Jetzt bei der Kreuzung Teufelspass Hauptstraße, wo der Teufelspass eben abführt sozusagen. Oh, ich hab Bronco dran. Halleluja. Ich fahre in eine ganz schlechte Umgebung. Darf man Sprünge mitnehmen? Ja. Ich drehe um. Nee. Ich kenne auch schon ganz genau einen meiner Pläne, weil ich mit dem Wagen fahre, wenn ich verfolgt wird. Du meinst mit dem Straßenaufbau mit RWD willst du einen Sprung machen? Du hast ja. Ich bin mein wieder los. Also meine. Also wo ist denn der Sprung? Also da. Also ich muss nochmal umdrehen, mein Lieber. Aber da fällt er mir voll rein. So, komm, 21 Moda, renn, TVA, renn. Wo willst du denn hinspringen? Glaube, in Steinbruch. Ja, dann komm mal mit. Aus dem Steinbruch schnell ab. Glaube ich, aber ich weiß nicht, ob ich so weit komme. Ich nutze jetzt mal meine Kaffeepause erstmal. Eine Minute. Oh ja, ich komme so weit. Kein Weg hier, egal. Ich sollte meine auch mal nutzen. Ich habe ja keinen mehr. Hat mir keinen Schaden gemacht, also alles gut. Gott. Wo komme ich denn hier wieder auf den Weg? Ach, da ist Andi, hallo! Was mich vorhin echt gewundert hat, sie haben die Cops eigentlich echt recht schnell zusammengezogen bekommen. Das haben sie echt. Ich hatte recht schnell mindestens 4-5 dran. Das ist ja auch jetzt Pluto in der Präsidentenkarre. Das würde ich. Ich krieg da schon hin. Der hat jetzt eher vor allem seine Kollegen vorhin abgeräumt. Aber das heißt ja nichts. Hier will ich nicht runter. Oh, hallo! Kurz auch mal meine Kaffeepause. 20 Sekunden noch. Bringt das Ding? Und Kaffeepause vorbei. Noch 10 Minuten. Okay. Ich habe ein Evo und ich habe ein Bronco. Nee. Wo so in etwa? Steinbruch, Blitzer. Fuck. Ich muss halt echt 60 fahren, um die Reifen zu verhalten. Uff. Ich weiß nicht, wie ihr das mit den Filtern gemacht habt, aber ich habe halt auch Blitzer und so angelassen. Einfach auch für bessere Calls. Ja, das musst du ja, um die Startpunkte zu haben. Ja. Hilft halt auch, wenn die was Verständigung angeht, so ein bisschen. Da. Nee, da ist kein Haus, okay. Hatte ich jetzt gerade Angst. Fahren wir auf die Straße oder fahren wir auf Rückwärts weiter? Wir fahren auf die Straße. Da. Ich sag mal, meine Testrunde war mit einem Alpine A110.
Der war ein bisschen safter zu den Reifen. Könnte daran liegen, dass er nur ein Drittel gewogen hat. Oh, ich habe zwei Broncos. Viel Spaß, die sind böse. Ja, die sind echt böse. Oh, da ist gerade ein Präsident hinter mir gespawnt. Wobei ich dir echt empfehlen kann, diese Canyonstraße hat echt gut geholfen. Und gerade du hast ja auch ein Auto, was da halbwegs gut gehen dürfte. Verwenden. Ah, wo ist denn das Ärger? Weil ich hier im Pop. Teufelstraße würde ich jetzt langfahren. Achso, ja, gut. Aber das kann mein Tod sein, weil ich glaube, die erste Haarnadel, die killt mich. Gerade. Du musst halt, wie gesagt, du musst halt dauernd im Rückspiegel gucken. Weil wenn du weißt, wo die Cops sind, was sie machen, kannst du mir sehr gut ausweichen. Oh, oben gehalten. Nein, komm. Auto. Boah, ey, da. Hätte mich fast die Brücke runtergeschossen. Besser, der hat nichts gemacht, aber ich hätte mich. Ich fasse so langsam, dass nicht mehr die Blitzerzonen auslösen. Da hatte ich jetzt gerade schon echt Angst, aber war gar nicht so viel Angst, weil der andere Punkt, wo der konnte ja gar nicht rüber da, weil da links im Stein ist. Im Verlauf. Na gut. Dann heißt es jetzt TVA-Power aufspielen, nämlich klein. Man kann mir auch eine Sache sagen, wenn man in der Verfolgung ist und man hat Anti-Lag installiert, man hat eine geile Soundkulisse und denkt, das ist echt eine Schießerei. Pluto, okay. Wenn die 8 Liter fahren und Bonnie und Clyde Cosplayer oder so. Oh ja. Ich weiß nicht, was für einem Auto die gefahren sind. Sorry. Das war, glaube ich, kein Bentley, aber... Und ich lerne fliegen den Canyon hinab. Yay. 85 Motor, weiter geht's. Webstop. Ja, ich fahre jetzt aber den ganzen Ding runter. 80 ist 4,9 mehr, als du brauchst. 84, ja. Aber es ist tot. Ja. Soll ich warten auf die Cops? Weiß ja nicht. Max. Ja, wenn sie dich runtergeschoben haben. Okay. Renn, TVA, ne? Weil hätte ich nach links gelenkt, wäre ich auch runtergefallen. Und nach rechts habe ich mal aber noch den Sprung. Ja, das Problem ist, ich glaube, die Dirt-Spuren verraten alles. Ja. Also wenn man hier gerade nach hinten guckt, ich weiß nicht, wie es auf YouTube aussieht, aber die Spuren, also die Staubspur geht ewig weit. Werden wir auf Kopfseite gleich bestimmt noch mal ein bisschen besser sehen. Dann siehst du gar nichts mehr als Kopf, wenn deine ganzen Kollegen das haben. Aber ich habe, glaube ich, keine Kopfs mehr. Doch. Ich glaube, das war ein bisschen blöd. Von denen. Ich habe ja auch... Also wäre ich halt nach links gelenkt, wäre ich halt den Stein hingeschmissen. Ja, ich weiß nicht, ob ich einen Korb war. Benutzt. Ich will einen Korb. Gut, du hattest, ich hatte noch gar nichts. Hey, aber warum sieht's auf der Straße fahren, Mann? Gibt locker 20% Reifenschaden hier. Und meine Reifen auch. Für eine gegebenenfalls eine Schlussverfolgung. Ja, wie gesagt, ich fahre gerade Durchschnittstempo 70 und bin Gott sei Dank jetzt bei gerade mal 8,7%. Aber wenn ich einmal durchtreten muss, dann komme ich schnell auf 80 hoch. Da ist ein Bronco. Das war jetzt ein bisschen grenzwertig. Bin da jetzt wieder so grob Kulei im Start. Aber ich fahre jetzt wieder Richtung Ort und nicht Canyon hoch, denke ich. Wie lange noch das Overtime? Noch 5 Minuten. Oha! Nein! Ich falle eine Brücke runter. Das war mal eben 56% Motorschaden. Ja, die sollen die schnell festnehmen. Dann sind sie wieder frei. Kann ich einholen. Wir sind auch immer im Ort da. Was meinst du mit Ort? Ja, in dem kleinen Ort da an der Hauptstraße. Okay, Pueblo Azteca. Ja. Oder Azteca. War jetzt diesen kleinen Weg um die Kirche rum, was glaube ich ein gewaltiger Fehler ist. Den ja, darfst du glaube ich gar nicht fahren. Den darfst du nicht fahren. Der ist raus. Weil es da sozusagen ein Startpunkt für die Cops ist. Und so, Spawnpunkt. Ja. Die erste. Ja, da bin ich los.
Erste Runde. Oh, ja, ich bin am Festival. Ich will jetzt mal welche haben. Ja, da am Ort. Ich kann's mal. Oder ich krieche langsam mal zur Hauptstraße und fahr die Runde. Da jetzt einmal spawnt, ey. As fast as you can schleich. Was? Mal ein bisschen gucken, ob der jetzt sich jemand gespawnt hat, aber ich sehe keinen. Nö, gut, fahren wir halt nochmal den Weg zurück, mein Gott. Zwar gefühlt nur mal 2000 Kilometer, aber. Da kommt noch einer. Oh ja. Jawohl. Bronco so ein paar Meter vor Horizon Tour. Und wir fahren hier. Ich habe eine Eskorte, Alter. Ich fahre weiter, Tempo 60. Ja, bleib dran. Sehr gut. Da oben ist eine Staubspur. Also ich bin jetzt gleich bei Horizon Tour. Ihr habt euch jetzt nicht echt. Der erste Kopf, der entgegenkommt, hat im Bronco mitgenommen. Hm. Also klar. Aber das war jetzt echt gut. Ich habe die Staubspur halt oben gesehen und wusste von daher, da kommt einer. Und wo bist du jetzt? Immer noch um Horizon Tour rum. Wir fahren ja immer noch 70. Ach so. Das will Evo-Stress machen. Ja, okay. Mann, unterschalten, Vollgas, let's go. Hast du da genug Opfer? Ja gut, stimmt, das sind von der Ende welche. Das ist genug. Ich hätte gerne wieder ein bisschen Motorleistung. Ja, ich fahr jetzt mal. Ich fahr Flugplatz durch, um mal was zu zeigen, was wir ja auch als kleine Sonderregel haben. Flugplatz. Technisch gesehen ja der in Anführungszeichen Schrottplatz. Also Schrottplatz halt nicht unbedingt, weil, ne, kann ich respawnen. Normalerweise sind die ja immer Sperrzone, diese Plätze hier, also Startplätze nennen wir es jetzt vielleicht einfach mal. In dem Fall darf man zumindest drüber fahren, also man darf jetzt nicht die Landebahn lang fahren, aber es gibt hier ja einen Weg, wo man gerade hier jetzt weiterfahren darf und ich habe keine Ahnung, wo dieser Weg lang geht, den ich mir vorher angucken soll. Hier nicht, oder? Hier doch. Ist das ein Weg? Ja, doch, ich bin wieder auf einem Schotterweg, okay, sehr gut. Und das ist wie gesagt erlaubt, wenn man verfolgt wird. Wo bin ich denn jetzt gleich? Der Evo denkt, er hat mich frontal. Eigentlich ist das andersrum. Da war eine Tafel, die ich noch nicht gefunden habe. Au. Oh. Ja, ich bin gleich wieder bei Horizon Tour. Ich habe einen Plan, der niemandem auf Kopfseite gefallen wird. Aber ich find's witzig, deswegen probiere ich's. Die alle kaputt machen. Richtig. Darf man auch Sprünge ohne Verfolgung nehmen? Ich nehme an, ja. Nein. Ah, cool. Das ist sozusagen über einen eingezeichneten Weg hinfahren musst. Was dann? Schnell wieder zurück. Rennen sind dann jetzt nicht mehr so gut. Jetzt ist die Frage, ich meine, ich muss hier runterfahren für diesen Plan. So, wenn einer jetzt in die Wüste fährt, mit Verwirrung, dann wären wir da. Bald ist jetzt eh gleich rum. Gut. Richtig. Und zwar exakt jetzt. Mal gucken, ob da jemand dran ist. Ich Max, du bist sowas von safe, ich auch. Oh, ja. Gut, dass ich nicht weitergefahren bin. Bin ich davor, ja. 30% Reifen. Und wo bist du? Der Teufel ist was? Straße. Jawohl, da kommt ein Bronco runter. Ich sehe ihn nicht. Ah, doch da. Ja, ja. Hinter der ja, Glitzerzone. Kommen. Noch länger stehen geblieben, ist immer noch niemand gekommen. Ah, ich hab das Endplatz festgelegt. Was?
Von welcher Straße aus komme ich denn zu dem Sprung, der über den Canyon drüber geht? Ist das nicht die hier? Nö. Schade. Da hast du nur den Sprung in die Wüste. Aber das darf man nicht sagen. Robert. Wo sollen wir uns hinporten? Rückwärts. Einfach im Pausemilch stehen bleiben, passt. Dass du es nicht mehr verfolgen lässt. Also das Video dieser Expansion, die Drohne geht hier sehr weit. Ja, die geht über die ganze Map. Tatsächlich. Also besser als Fortune Island sogar. Okay, komm. Dann nehmen wir halt zumindest einen anderen Sprung. Ah, da fährt er jetzt zurück. Das ist so schön. Könntest du sehen. Ich stell mich mal weg. Aufgepasst, da ist er wieder. Ich stell mich mal zur Seite. Guck ich mir das Spektakel mal an. Ich hoffe, es ist okay. Wissen wir, ich muss gleich geradeaus, oder? Ja. Das siehst du, da ist wie so ein bisschen. Aber nicht, dass man das gut sieht. Echt? Ja, ja, ja. Das Schild. Oh, ui. Da fliegt was. Ui. Es fliegt sehr viel. Da fliegt ein ganzer Eskorte runter, das sieht schon witzig aus. Ah, jetzt kann man. Drone Mode. Suche Broncos. Da vorne ist einer und da ist der andere. Okay. Wer sitzt denn eigentlich im Broncos? Ich sehe dich da hinter der Hütte, Kollege. Ja. Ach, dieser ganze Staub hier, der ist echt heftig. Wenn man auf Fahrzeughöhe fliegt. Ja. 50% treffe den, und ich war jetzt im Großteil im Gelände, ne? Das ist unglaublich. Ja. Musst du auch nicht mehr lang. Ja, ich weiß. Ich denke auch, ich werde dort überleben, aber. Ja, ich glaube, hier wird festsetzen echt schwierig. Ja. Die Wüste ist halt in der Verfolgung sehr geil, außer in der Verfolgung super riskant. Ja, ja. Ich reicht mein gerade dann natürlich hier wahrscheinlich auch wohler als die Evos. Ah ja, ich glaube, der Bronco fühlt sich ja wenig wohl, wenn er hier mal runterfliegt. Jo, da fliegt er. Der ist aber auf der Schnauze gelandet. Achtung. Schieb ich dich halt mit. Oh. Achtung, Rückwärtsgang. Ich bin im Vorgarten, Leute. Hallo, Gustav. Ah, die wollten natürlich nicht hin und fahren. Richtig. Ui. Die habe ich nicht gesehen. Ach, was, also, das hättest du voll drauf gehalten? Hab ich. Nicht gewollt, aber ich habe technisch gesehen voll drauf gehalten. Hast du einen Parkopf? Oh Gott, wo will der eine hin? Ist das ein Weg? Das sieht mir nach einem Weg aus. Das ist die Frage, die Regel ist ja, man muss relativ schnell wieder raus. Die Frage ist, wo? Kannst du auch irgendwann mich wieder zurücklassen? Die Frage, ob sie sagen, ja, du bist eben nicht auf dem Weg, das heißt, sie müssen dich auch nicht in den Weg zurücklassen. Ja, wohin soll ich denn? 7 Sekunden noch. Ich weiß. Das ist ein Ausgang. Bin egal, ob das so definiert ist, das ist ein Ausgang. Da geht's wieder weiter. Da, Herr Kopf. Alles durch. Ja, alles durch. Ja. Drei Festnahmen. Man muss dazu sagen, Festnahmen hier sind deutlich schwieriger als im CTCVR, weil du auch nicht viele Möglichkeiten zu pinnen hast. Also du musst hier wirklich fast mehr über Schaden gehen. Deswegen 2 Festnahmen für die erste Runde ist tatsächlich nicht schlecht. Muss man wirklich sagen. Ich glaube, in den Proberunden hatten wir 2x3. Ich glaube, viel mehr war es gar nicht. Und ich würde behaupten, dass wir hier schon auch ein paar gute Fahrzeuge gerade heute auch dabei hatten.
Ob wir uns auf Kopfseite vielleicht ein bisschen besser anstellen, werden wir gleich sehen. Dort sind die Racer dann Nullonix, Ray, Maxi und Dahons. Und deswegen kurzer Seitenwechsel, bis gleich. So, die Seiten sind mehr oder weniger getauscht. Vier neue Racer haben wir. Auf jeden Fall sehr bunte Truppe, die man so wahrscheinlich in der Konstellation nur in CFR Offroad oder in einer Mini-Ausgabe von Wheelspin wahrscheinlich sehen könnte. Ja, wir gehen ganz kurz durch. Wer ist denn im Racer-Team und was wird denn gefahren? Ja, also ich bin nur nix und ich fahre heute den IKEA Schweden-Panzer. Im C63 AMG Black Series ist der Hans. Ich bin der Ray und bin auch dabei und sitze im Gallardo Spider. Ja, und Maxi hat sich gedacht, ich nehme so einen Rambock mit, das schadet nie gegen die bösen Cops. Das ist richtig, das ist eine gute Einstellung. Und Bullfinger ist auch noch vorne. Ich habe auch so einen Bügel hinten, der für irgendwas gut ist, für einen Überschlag oder so. Mal gucken. Oh, jetzt habe ich es gechinkst. Naja, geil. Wir gehen schon mal in unserer Racer-Channel und ich gebe dann auch gleich Startsignal. Ich wünsche den Cops schon mal viel Spaß und so. Was? User was moved out of your channel. Rainy mal fünfmal fest. Oh, er ist noch da. Was? User left your channel. User was moved out of your channel. User was moved out of your channel. Ja, Herr Präsident, ich erbitte Einteilung. Ich bin wieder da. Also wird der Falsche geklaut. Herr Präsident, ich erbitte Einteilung. Also die beiden Offroad-Einheiten würde ich in den Norden schicken. Das ist ja nicht jetzt einfach auch mal nördliches Offroad-Gebiet. Da dann einfach mal Querfeld 1 das Ganze bitte abdecken. Und dann, damit es vielleicht ein bisschen klarer ist, vielleicht noch in der ersten Runde, der Evo, der jetzt ganz rechts steht, darf bitte die nördliche Schleife abdecken. Der Evo, der dann daneben steht, nach links durchgehend, der darf dann bitte Feldstraße, Staudammstraße, Wüstenstraße das Eck abdecken. Dann der dritte darf bitte in den Steinbruch. Der vierte Evo darf in den Süden, so Festival, südliche Straße. Okay. Der fünfte darf dann Teufelspass abdecken. Und der sechste darf dann bitte noch in die Wüste und ich würde als Präsident die Hauptstraße abdecken. Was? Der sechste so in die Wüste? Moment, wir sind sechs Evos, Pluto. Aber wir sind sechs, scheiße. Dann sollte in der Wüste niemand sein. Es sollte keiner mehr übrig gewesen sein. Gut, perfekt. Ich glaube, wir sind in den sechs Evos. Ich bin jetzt auf 7 gekommen. 1, go. Sollen die Heavy sozusagen zusammenfahren oder jeder für sich mal? Ich finde, ich schaue ein bisschen auf. Nochmal kurz, ich war jetzt sehr verwirrt von deiner Ansage. Was war der ganz links, also der sechste? Der Evo? Ja. Das war ein Profi-Move, ja. Ich glaube, Teufelspass, oder? Teufelspass war nicht. Das ist Teufelspass war der fünfte, ich habe mich schon gefreut. Dann habe ich gesehen, der doch nicht ich. Bis der fünfte Krypto sich selbst rausgenommen hat. Okay, ich nehme Teufelspass. Rein aus Interesse, ist das die gleiche Einteilung wie gerade oder probierst du andere Taktiken? Gerade eben hatte ich es ähnlich gesagt, sage ich es mal so, aber da ging es dann eh nicht wirklich auf, weil dann relativ schnell schon einer gefunden wurde. Also. Ich habe mal zu 90% das gleiche. Folgt ein Evo, dran, hat so ein komisches Bodykit. Denkt dran, Korps, ihr dürft nicht eingezeichnete Dirtwege nutzen. Dürfen wir nutzen? Ja. Bin mir gerade nicht sicher. Vorhin auch die ganze Zeit. Ich muss mir überlegen, ist es vielleicht sogar für mich gerade smarter, Hauptstraße runterzuziehen und dann vom Süden aus Teufelspass hoch. Ansonsten war ich im Rest einer Hände. Dann darf ich einmal die Wüste durchkämmen, bevor ich in den Stein fahre, weil es sozusagen mehr oder weniger auf dem Weg. Die Wüste durchfahren, Steinbruch. Oder fährt ihr durch und dann kommt der Weg ja beim Steinbruch raus. Wenn jetzt Wüste fast ein bisschen Viehschleife fahren. Okay, dann. Also, kannst du gerne mal kurz noch am Eingang mal reinfahren, ob du irgendwo Sand auf die Wüste siehst. Du sollst auch vom Ausgang noch kurz warten, aber sonst
doch eher Wüstenstraße durchfahren. Ich würde mich einfach mal rotzfrech, ich bin südliche Straße eingeteilt, einfach mal an den südlichen Ausgang von der Wüste stellen, falls da einer rauskommt. Das ist sehr frech. Ja. Ich hab noch Donuts hier, die müssen. Ich glaube halt nicht, dass die überhaupt groß befahren werden. Aber es macht ja keinen Sinn für sie eigentlich. Ist ja relativ, also klar, wenn sie erstmal drin sind, ohne gesehen zu werden. C63 fährt die Wüste Richtung Nord. Also gerade südlicher Eingang von der Wüste rein. Fährt die Richtung Norden hoch. Also Norden kann die Wüste vielleicht umdrehen und dann ergeben. Warte mal, Lukas, südlich meinst du? Ja, ist Wüste südlich reingefahren, ist jetzt im Sandbereich. Wie ist es mit dreht sich weg, fährt wieder Richtung Süden raus die Wüste. Also kommt Ausfahrt Wüste, wo es in Richtung Steinkurbel geht, raus. Gott, Kurbel. Ah, ich sollte vielleicht Schaden abmachen. Hätte was. Perfekt. Ich habe aber noch nichts gemacht. Kommt jetzt gleich aus der Wüsteneinfahrt raus. Süden. Und zieht Richtung Steinbruch durch. Dort Weg Richtung Steinbruch. Schafft die Kurve nicht ganz. Gleich an der Kreuzung durchgezogener Dörfweg zu gestrichelter Dörfweg, fährt den durchgezogenen weiter durch, also fährt wirklich Steinbruchweg von Osten, also Steinbruch-Dörfweg von Osten nach Westen. Kommt gleich in die Haarlade dort auf dem Dörfweg. Was soll ich denn hier gleich sehen? Jetzt bin der Hahnadel. Oh ja, da vorne ist es. Also er fährt nach Westen, ne? Ja. Bleib stehen. Weiterhin immer noch im Stein. Pluto, nein. Das kommt jetzt in den. Jetzt am Blitzer durch. Nein. Fährt euch vielleicht. Aber es ist sehr weit abgekürzt, Pluto. Ja, ich. Du musst nicht draufhalten, Max. Gerade an dem gestrichelten Dörfweg bzw. an den zwei Hallen da vorbei. Dann warte ich vorne am Ausgang. Wo bin ich jetzt? Jetzt am Ausgang. Oder ich warte nicht. Beim Dörfweg fährt bei der Dörfweg T-Kreuzung biegt der nach die Halle. Links an. Links ab. Fährt. Oh, da ist der Panzer, soll ich dranbleiben? Müsste also beim Dirtweg jetzt südliche Straße rauskommen. Ja, ja. Gut, ich bleib dran. Wo südlichste kommt jetzt raus? Wo? Ja, Dirtweg, er fährt gerade diesen S-Turben-Dirtweg Richtung südlichsten Dirtweg. Und da ist ja auch der Volvo. Ich bleib mal am Volvo dran. Ja, einer bleibt am Volvo. Ja, einer, aber jetzt eine Straßenbahn, bitte. Also ich verstehe noch nicht, wieso der Volvo hier ist, weil das macht halt keinen Sinn. Ja, ich bleib dran, also gut. Aber du. Und er sieht den einen. Haben die schon jetzt südlich der Dirtweg, beide. Südlich der Dirtweg. Wir kommen also beim Festival raus. Sorry. Wer Schaden hat vom Festival zum Festivalport und entgegenkommt. Seid ihr lang oder schnell? Eher langsam, so 120, 30. Davor fährt auch der Wolf. Kommen jetzt gleich zu dem südlichen Dorf. Der Mercedes ist nicht mehr wirklich schnell. Hier ist halt ja, aber hier ist, das ist der Punkt, genau. Hier ist nichts. Hier links vielleicht. Oh, naja, ist viel zu weit weg. Sorry. Ja, vielleicht mal. Ich würde es zu Festival. Lass ihn durchfahren bis Festival und dann gerade fahren. Runterschieben. Und dann im Festival versuchen, einen Angriff zu machen. Ja. Jetzt in der Driftzone. Dann muss ich erstmal hochrettern. Hier ist halt auch gar nichts. Ja, wie gesagt, im Festival dann. Gleich fest, das, also jetzt noch nicht. Ja, genau, Festival. Komm auch vor dem Festival einmal. Von der Kurve. Wo will er hin? Er hat die Kurve nicht gekriegt. Passiert doch. Jetzt war vielleicht direkt. Ja, genau. Ja. Wann? Ja. 22, 23, 24, raus. Festival gleich ist der Volvo. Ja, komm, dann lass doch einfach nicht porten. Der Volvo? Ja. Ja gut, Festival, ja, im Festival, Festival jetzt. Im Festival fährt jetzt so gesagt nördlich raus. Ja, okay. Und ja, warten wir nochmal. Er bremst.
fährt südliche Straße Richtung Ost. Also rechts aus. Ja, ja. Rechts aus. Wollten wir automatisch hin. So, fährt da weiter. Also sorry. Kein Offroad-Weg entlang. Hallo, Nolo Nix. Ich bin der Seite mal versuchen. War jetzt halt nutzlos, aber. Zurückverlassen, zurückverlassen. Ah, hier ist Straße. Ist er noch ein bisschen entgegen, oder wie? Er kommt fahren den Offroad-Weg, ja. Er fährt den Offroad-Weg. Richtung am Steinbruch vorbei, also südliche Straße relativ weit im Westen. Er will in den Steinbruch nicht. Volt. Er fährt jetzt wieder den S-Kurven-Dirt-Weg. Wird an der Kreuzung zum. Also wird Kreuzung südliche Straße, südliche Offroad-Weg rauskommen. Direkt auf dem Asphalt. Er könnte ab auf dem Asphalt. Ach, gut, er. Weg, den man fahren kann. Gleich durch den Blitzer durch als nächstes die südliche Wüstenauffahrt. Wo wir vorbeikommen werden. Ach, da hinten ist er schon. Ganz schön viele NPCs. Und er nimmt einen mit. Jetzt südliche Wüstenauffahrt. Fährt gerade weiter. Also Wüstenstraße jetzt quasi, gleich Höhe Steinbruchstraße. Dann nicht abbiegen lassen, dann kommen halt Häuser. Ey, was macht denn der? Jetzt Steinbruchstraße. Kommt's aus. Ach. Wir waren doch gerade 7 Leute, wo sind wir? Ich hab versucht langsam hinten ranzufahren. Fährt Steinbruchstraße. Steinbruchstraße Richtung dann in den Steinbruch rein, der gestrichelte Weg. Warte. Oh, wenn es ja ein Public State Hall war. Okay. Jetzt ist er im Steinbruch auf. Ne, schau ich. Ja. Er kommt wieder hoch. Er kommt wieder auf dem normalen Weg wieder hoch, also nicht gestrichelt. Steinbruch von Süden kommt Richtung Norden auf die Haarnadel zu. Okay, das ist gut. Ging oder soll ich versuchen, auf Schaden drücken? Der Schaden wäre wichtig. Sind wir jetzt durch die Haarnadel durch? Nein, danke. Ich nicht noch. Danke. Kaffeepause ab jetzt, aber darf ich nicht nutzen. Blitzer. Ever? Wo man die Items setzt. Das ist Alter, dieser Bronco. Ist hier ein Staub. Es gibt immer so einen Bronco, der ist irgendwie ein bisschen. Fährt jetzt Steinbruch südlicher Weg. Also links kommt Süden kommt, raus. Glaube ich, ein Haus. Gleich. Rechts kommt ein Haus. Ja, aber das ist keiner da rauskommt. Oder gerade jetzt Steinbruch raus aus dem Süden. Nein. Und fährt Richtung Steinbruchstraße, fährt direkt gerade weiter. Richtung Hauptstraße dürfte dann sein. Jetzt rechts. Ist das Hauptstraße? Hab ich nicht gesehen. Ja, glaub, nee, aber tot. Der kommt wieder auf die Räder. Der kommt auf die Räder, ja. Aber der ist trotzdem fest. 22, 23, 24, aus. Sehr schön. Sehr gut. Ja gut, ich kann eigentlich hier direkt auf Position bleiben. Lass mal gucken, wo wir da rausgekommen. Südlichstes. Ah ja, südlich ist das noch. Ich war ein Quartal weiter oben. Darf mal passieren. Aber darf ich jetzt jemanden den Teufelspass runterjagen? Gerne versuchen. Gib mir größte Mühe, ich habe in Horizon 4 mit so einem Bentley geübt. Na, Lukas. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Natürlich. Neues Spiel, alte Daten gelöscht. Irgendwie so. Naja. Naja, neu. Alte Traumata bewältigt.
Das ist das Spiel des Jahres 2021. Nicht mehr. Ja. In der anderen nördliche Schleife gegengesetzt. Was ist denn gegengesetzt? Also? Gegen dem Uhrzeigersinn. Jetzt gerade eher im östlichen Bereich. Biegt aber ab Richtung Offroad-Gebiet, wo die Haarnadel ist, wo es wieder in den Norden rauf geht. Das ist schwer zu beschreiben. Es gibt zwei Haare. Meinst du die mit dieser ganz kleinen oder die mit der großen Haarnadel? Waldweg. Rennstrecke ist dort doch. Ja, du durchs die Teufelspasswort immer durch. Also der, also schon recht weit im Westen. Achso, ich habe ihn gefunden. Ja, ja, ich sehe euch auch. Nehmen wir mal mit. Gut. Quasi jetzt am nordwestlichen Eck. Ich schieb ihn. Das ist der Alter, das ist dieser Wille. Was? Gott, jetzt Leute. Wieder die nördliche Schleife richtig rum. Hey, ich denke, ist ja nicht für Waldweg. Ja, ja. Jetzt sind wir sehr weit im Norden schon bei dem Gefahrensprung. Jetzt die 180 Grad Schleife. Die Fahrt im Gegensatz dem Uhrzeigersinn. Ja, jetzt mit. Ah, hab einen Holden, der mich nicht sieht. Jetzt in der Blitzerzone. Die ist auch seasonal, by the way. Der fährt ganz komisch und rückt mich hier runter. Ganz komisch. Also der ist ganz besser von der Rosa hier. Nördliche Schleife gerade, Blitzerzone. Aha. Jetzt Ende. Ja, okay, sehen. Der sieht mich halt wirklich nicht. Also ich habe einen Holden, Teufelspass, aber kann ich abbrechen. Der ist total kurz dran. Oh, der sieht dich nicht. Nee. So, ja, das kann ich probieren. Ich habe halt. Ja, gibt keinen Sinn, ich habe 20% Schaden. Ah, bitte mehr Ansagen machen, wo ihr seid. Dann kann man auch einen Angriff machen. Bei mir war gerade der letzte Call Blitzerzone. Da bin ich einen Kilometer von weit entfernt. Ja, wir haben auch gesagt, dass wir draußen sind. Also, ja, aber dann weiter. Auch noch weiter sein. Und dann noch nördliche Schleife. Aber ganz im Süden. Ich habe jetzt repariert, ich versuche den trotzdem abzufahren. Ne? Da ist eine Brücke. Das geht, glaube ich, wenig. Vielleicht sieht er mich ja jetzt schon. Oder? Oh, ja. Ja, hat er nicht gesehen. Hier ist, glaube ich, alles kaputt. Fährt weiter in Schleife Richtung Norden. Westlicher Teil. Da sind schon. Halt, bis es jetzt. Hier war das nicht die Hälfte. Vorhin Ivo und jetzt haben wir das nicht gesehen. Ja, der Gerecht sieht, glaube ich, einige nicht. Ah, ist ein Ding, das nehme ich mit. Wo seid ihr jetzt in der nördlichen Schleife? Gleich im Nordwest. Westlicher Teil. Westlicher Teil. Und er fährt. Okay, gut, das sieht mich er wird nicht. Runtergeschubst. Mit oder gegen Uhrzeigersinn? Er wurde gerade auf dem Offroad-Weg runtergeschubst. Hängt er fest? Ist hier so weit runter? Hier hätte 25 Sekunden kaum Bewegung. Okay, portet euch zum Festival. Der Holden wird hier gleich bei der südlichen Straße, beziehungsweise Festival-Ausfahrt direkt rauskommen. Und dann da auch dicht machen, im südlichen Teil quasi. Also da halt wieder hinstellen. Kann man versuchen. Der kommt jetzt auf jeden Fall. Der wird mich halt wieder nicht sehen. Jetzt am Festival vorbei Richtung Hauptstraße hoch. Also quasi, wenn du Festival raus wärst, gerade direkt weiter. Kommt dementsprechend, wie gesagt, Hauptstraße oder Steinbruchstraße raus, die Kreuzung da. Da waren Autos. Ja, da kannst du vorbeifahren. Jetzt sofort über die Brücke drüber, also jetzt sofort gleich an der Kreuzung, jetzt auf der Brücke, jetzt an der Kreuzung. Er fährt Richtung Steinbruch, Steinbruchstraße, also Richtung Süden. Fährt nicht in den Schotterweg rein, also Steinbruchstraße weiter Richtung Süden, beziehungsweise jetzt Richtung Osten dementsprechend. Gleich auf Höhe des Offroad-Blitzers. Ich bleib mal am Lambo dran. Und zwar jetzt auf Höhe des Offroad-Blitzers, fährt aber weiter die Straße Richtung Osten, logischerweise, weil er gerade irgendwo anders hin kann. Der Lambo ist jetzt eher mal ignorieren. Im 90 Grad Rechtsknick jetzt drinnen, also gleich sofort am Parkplatz vorne. Hä? Ist auch vom Weg? Nein, der ist nicht im Schotterweg. Ah, der ist oben. Jetzt auf Höhe der Parkplätze. Wir dementsprechend jetzt in dieses U auf der Steinbruchstraße rein, wenn man so möchte. Und ist da jetzt drinnen. Wird also gleich südliche Straße an der Kreuzung hängen.
Fährt jetzt also auf südliche Straße zu. Rechts weg. Und zwar jetzt, beziehungsweise ja, ist eigentlich noch eher Wüstenstraße. Ja. 23, 24, 25. Ich hoffe, ich einen Lambo finde. Ist der Lambo? Lambo-Staudammstraße ist das, glaube ich, oder Wüstenstraße. Wüstenstraße. Richtung Norden. Osten hoch Richtung Norden. Welche Höhe? Wüste, gleich an dem Gefahrenschild vorbei, ja. So, sind jetzt in dieser Doppelrechts-, Links-Rechts-Kurve. Ich lasse nichts offen, Konfer. Einfahrt Sandgebiet, fahren aber weiter Richtung Staudammstraße, gleich in diesem Gehöre da oben. Gibt's hier Steine? Ja, ne? Ja, ja, sehr viele. Naja, gut, aber hier unten, ja doch, das sind auch welche. Aber ich krieg das nicht hin. Sehr schön, würde ich behaupten. Nein, ich habe ihn ja nicht die Steine bekommen. Nach rechts. Ihr seid gerade in den Serpentinen, oder? Ja. Nicht mich, Konfer. Ich muss auch rückwärts fahren. Nichts weit. Wir sind jetzt gleich schon ganz oben. Also wir sind jetzt schon in der letzten Bahnabe. Ja, gleich am Staudamm. Ich kann ihn jetzt ins Gewässer. Das geht nicht. Ja, das ist Gewässer dauert auch viel zu weit. Jetzt über den Staudamm drüber, also Alex Startpunkt. Genau, beim jetzt. Alex Startpunkt fährt er diesen uneingezeichneten Weg. Geradeaus, also er schneidet. Also wenn er gerade weiterziehen würde, würde er Flugplatzstraße fahren. Gut, aber was nicht mehr links. Gar bitte nicht. Bremsen. Wer jetzt da in diese Schotterwege. Fährt nicht Felsenstraße. Schotterweg vom Canyon weg Richtung Norden, bisschen südlich vom Flugplatz auf dem Schotterweg. Genau, Richtung Tour. Richtung Horizon Tour. Fährt der Tour? Ja, fährt Richtung Tour. Der Volvo ist da vorne auch. Er fährt wo auch immer hin. Fährt der Richtung Tour? Ja, ist jetzt nicht mehr. 9,1 noch zu wenig. Jetzt gleich Horizon Tour auf der Höhe und zwar jetzt ziemlich genau. Sorry. Lambo fliegt gerade aus. Ich bleib mal am Volvo dran. Du bist doch viel näher am Lambo. Ja, wenn einer kann ja dran. Ja, einer kann dran bleiben auf dem Volvo. Der kann ausrechnen. Deutsche Bremse. Der Lambo ist links gefahren, der fährt jetzt so grob Richtung Golai. Beim Staub, du siehst kaum. Lambo fährt Richtung diese. Du musst aber trotzdem über die Kurve bremsen. Richtung Kreuz und Hauptstraße. Teufelspass ist jetzt gleich beim Golai im Start. Und fährt Hauptstraße weiter Richtung Wailer. Das Dorf da halt. Halt ein gutes Stück hinten dran und das ist eine Kreuzung. Da kann es auch geradeaus weitergehen. Er hat, glaube ich, leider gerade entdeckt, wenn der Staub er fährt aus klein ist, hier links, hier rechts. Er fährt also unter Teufelspass. Genau, er fährt da jetzt das Gemälde, die da oben sind. Welche Straßen seid ihr jetzt? Am Gemälde. Es ist keine offizielle Straße, es ist einfach nur Tal, unter der Brücke von Rampen. Hat der Fährtwege auch nicht ernst? Der fährt quasi den ausgetrockneten Fluss. Ja. Genau. Ja, er ist jetzt gleich ganz schon ganz im Westen, der kommt jetzt gleich wieder auf die Kreuzung hoch. Genau. Ah, ich sehe euch. Ah, hallo. Richtung? Der fährt Richtung Festival, ich hab Festival. Fährt weiter Richtung Festival, also nach Süden. Ist jetzt Festival-Eingang und fährt ins Festival rein. Also fährt der südlichsten Dörfling. Ja, wahrscheinlich. Ich habe ihm mal einen mitgegeben. Wir stehen im Festival. Kannst du Parkplätze herein? Ja, ich hab's. Wir sind nördliche Schleife irgendwo zwischen. Moment, war das ein Festnahmesignal? Ja. Ja. Der nicht eingezeichnet ist. Irgendwo nördliche Schleife dazwischen. Ich kann das echt gerade null callen. Aber wir fahren in Richtung Süden, nehme ich mal an. Und sind jetzt südliche nördliche Schleife. Ja, dann die sich nicht porten können, über die Hauptstraße, wenn es geht. Fahren Richtung Westen. Was macht der? Der fährt auch ganz viele. Fährt er weiter? Immer noch deine Sind in den Schotterweg abgebogen, sind jetzt so gesagt unterhalb des Platzes in dieser Blitzerzone. Habt ihr den Flugteil als Zeitverfolgung?
Wen? Ich hätte den Holden haben. Achso, ja, wenn ihr beide habt, dann bleibt dran. Gut, nee, dann noch einer dran, oder? Rest. Ja, wo tief von gewetzt ist, hat investiert. Die ist immer noch in dem Schotterweg in unterhalb bzw. jetzt westlich des Flugplatzes. Immer noch in der Blitzerzone? Nein, wir sind da raus und er fährt auf den Flugplatz drauf, über den nicht eingezeichneten Weg. Soll ich vom Holden ablassen, weil den hätte ich jetzt gerade sicher. Bleib dran. Ja, dann bleib du jetzt dran, der Rest geht auf den Volvo, das soll ja das im Norden sein. Der Volvo ist jetzt auf dem Flugplatz, oder? Ja, wir sind auf vom Flugplatz drüber, fahren den Weg weiter halt durch. Er bremst, er dreht um und fährt diese wieder scheiß auf den Lambos. Flugplatz. Man glaubt es nicht. Sind jetzt gleich wieder auf dem Flugplatz. Fahren, kreuzen wieder den Flugplatz und fahren wieder Richtung dem Offroad-Weg. Schubst ihn mal dahin irgendwie. Ja, er fliegt einmal komplett ins Nirvana. Ihr dürft hinterher, wenn er dann macht, fährt. Ja. Also, bitte und Richtung Süden oder wohin? Wir sind ja jetzt in der Blitzerzone. Wir fahren jetzt diesmal Richtung Süden, die Blitzerzone entlang. Sorry. Welche Höhe? Der Mitte. Letzte Kurve. Nöpfen, oder? Ja, Max, du musst bei uns gehen. Ja. Was soll das jetzt von der einen Kreuz passieren? Ich fahre irgendeine typische Schleife, fahrt kurz die Kurve runter, wer jetzt erfährt eine typische Schleife? Wörtlich, ja. Er kreuzt sie und fährt einmal den Dirtweg, der innerhalb des Schleifen ist. Nördlicher Schleife. Egal. Das ist die Schleifen besten rauskommen. Jetzt ja gleich an der Straße an sich. Über das Leben geschieden geht. Nein, das ist nicht vor. Hast du die Schleifen besten verloren? Jetzt wird es ausbremsen und einfesseln. 30 Sekunden bis Overtime. Ich habe halt nur zwei Verbrüche. Ja. Ich meine eher für Reparaturen. Er fährt den Shortcut. Den uneingezeichneten, ne? Der führt da gleich zu diesen zwei Dirt-Rennen zum Mount Ashburn. Jetzt da angekommen. Fährt weiter geradeaus so diese Haarnadel der ganzen Mount. Kleiner. Oh. Overtime. Er hat natürlich die Kurve geschnitten, weil die den geschoben haben. Ist jetzt auf der anderen Seite der Haarnadel. Fährt Richtung Osten. Da blickst du, ich kann jetzt mir nicht wehtun. Ist jetzt Ost, kann jetzt da raus. Schön, fährt wieder zurück, wo wir hergekommen sind. Also jetzt nördliche Schleife, ganz im Norden Richtung Westen. Wird zurück bei El Ross gesprint. Voll auf was Falsches gesetzt. Fährt er Asphaltweg oder? Ja, fährt Asphaltweg. Ja, ab der Straße. Fährt vor allem durch Gebiete, wo wir ihn nicht wehtun können. Also wir können ihn jetzt eigentlich nur zerstören, wenn wir das bewusst bekommen. Ja, er ist wieder kurz unterwegs. Soll ich ihn da vorne runterschubsen? Ja. Ja. Ich bin noch. Ja, er sitzt leider, glaube ich, kaum. Ja, er macht selbst. Wir fliegen runter in das nordwestliche Offroad-Gebiet. Ha! Was? Ja, gut. Oder? Oh. Ja, nicht respawnen, wo ist der Holden? Ich vermute, dass er Richtung Norden ist aus dem nördlichen Wüstenausgang, also Richtung Staudamm, aber ich kann es nicht sicher sagen. Ich habe zu viel Abstand gehabt. Mach mal Chaos, ob du siehst, aber ist es halt keine aktive Verfolgung mehr. Ich sehe es halt leider nicht richtig, wegen dem Sturm habe ich keine Staubwolken gesehen. Ja gut, dann ist der so, ich hier gerade nördlich. Aber dann ist es keine aktive Verfolgung. Ja, ist hier einer vorbeigekommen? Ist es halt vorbei. Ja, dann ist er richtig. Aber dann. Trotzdem nervt. Haben wir nur 6 geschafft, ey. Ist das enttäuschend. Das ist so viel wie in der Testrunde beide Teams zusammen, ey. Echt. Also ich hätte mindestens mit 19 gerechnet. Ja. Schade. Nee, richtig, richtig gut auf jeden Fall. Also. Da hat einiges funktioniert. Kommunikation zwischenzeitlich ein bisschen bröckelig, aber ich glaube, den ersten Folien können wir natürlich auch noch vertreten. Und alter Schwede, ist dieser Sturm laut. Ja. Ja, das wäre dann die erste CVR Offroad-Folge in Forza Horizon 5 gewesen an der Stelle.
Schreibt gerne Feedback dazu in die Kommentare rein. Sind wir natürlich immer drauf angewiesen und lesen uns das Ganze sehr, sehr gerne durch. Alle Sichten sind in der Beschreibung verlinkt. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne durch Daumen und ein Abo dalassen. Bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao, ciao. 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 Ciao.